Wisst ihr, als Kind bin ich diese Strecke jeden Tag mit meinem Fahrrad gefahren, um zur Schule zu kommen. Das war der Himmel. Ich war so stolz. Sieh mal da. Wenn ich das hier sehe, finde ich, dass wir in Paris ein Scheißleben führen. Da hast du recht. Außerdem gibt's hier kein Netz. Ist echt genial. Könnt ihr mal aufhören, euch wie das bescheuert, die Klischee eurer Generation zu benehmen? Können wir heute Abend weggehen? Halb zwei spätestens. Was sagt man da? Danke, mein Papilein. Lass den Quatsch, ich bin kein Papilein. Nein, er ist ein Opi. Sprichst du denn mit deiner Tochter über Sex? Ja? Luna ist noch ein Baby. Sie ist mein Baby. Oh, Wahnsinn, du ein Arsch! Mit dem willst du weggehen? Der ist noch ein kleiner Junge. Da gibt's doch bessere. Wirklich, wen denn? Ich weiß auch nicht. Ich will einen Typ, mit dem ich reden kann. Der mir was beibringt und der sexy ist. Nett, intelligent. Was soll das denn? Spinnst du jetzt? Geht's uns hier nicht gut? Wie eine Familie. Ja. Was machst du mit der Unterhose von meinem Vater? Cremst du mich mal ein? Wer ich? Frag doch deinen Vater. Ich lese jetzt gerade. Schön, alles klar. Denkst du, ich lass dich jeden Abend weggehen? Du musst ja nicht weggehen. Du hast alles im Haus. Das gestern Nacht war ein blöder Ausrutscher. Es ist nichts passiert. Ich bin so unglücklich, Papa. Du kannst mir alles sagen. Dein Vater will den Typ, der dich angefasst hat, umbringen. Du hattest Sex. Wir hatten ausgemacht, dass du vorher mit mir redest. Aber Papa, was dachtest du denn? Sollte ich eine SMS schicken? Wie bitte? Aber wer ist denn dieser Wichser? Antoine, ich muss mit dir reden. Du darfst sowas nicht auf Facebook posten. Wie löscht man das? Was hast du vor? Dieses Arschloch mach ich fertig. Hör auf, lass es sein. Mist, da ist ein Code, Mann! Ach, natürlich gibt es einen Code, klar. Du hast nur Angst vor Papa. Ich hab Angst vor deinem Vater? Dann mach mir die Bikini-Zone. Ich werde diesen Arsch auseinandernehmen. Hat sie dir gesagt, wer es ist? Ich finde ihn schon, mach dir keine Sorgen. Na. Meine Kleine mit einem alten Arschloch von 45 Jahren. Ich meine, stell dir das vor. Siehst du, sowas kann man sich gar nicht vorstellen.